Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren ROM 2 Total War Online Gefecht mit mir, Fighting Toy aka El Banana Joe, hier im Casual Mode mit Blade Balance. Erneut gegen Linus von der VLR, der sich für Bactrien entschieden hat. Gegen YOLO Swaggy Fans Epiros. Da sind die guten Stücke. Indische Söldner, Kriegselefanten, 1005 Gesundheit, so muss das sein. Ja, hier sehen wir auch zum ersten Mal die große Neuerung im Blade Balance Mod. 200 Mann Piken, 150 Mann Piken bei 120 Einheiten Größe, also skaliert immer ein bisschen mehr. Piken wurden auf mehrere Arten verändert. Piken sind jetzt offensiv besser, also sie können besser vorgehen, sie senken ihre Piken schneller. Ja, da sucht man das deutsche Wort für droppen. Sie senken ihre Piken schneller und ja, sind halt länger mit den 200ern. Der Deal ist tatsächlich, Piken haben, wenn sie von hinten angegriffen werden, kaum noch Moral, also Piken haben weniger Grundmoral. Sodass der Malus von hinten angegriffen, zum Beispiel Herbern Piken, wirklich instantiös in die Flucht schlägt. Ich spiele zwei Herbern Piken und vier Pikeniere, vier Steinschleuderer, einmal kritische Söldnerbogenschützen. Frag mich nicht, warum ich kritische Söldnerbogenschützen mitgenommen habe. Einfach weil ich es kann. Zwei Oblitenbürgerwehren an den Flanken. Tarantina, zwei Tarantina, drei Thessalen, einmal die libysche königliche Garde als General und indische Söldnerkriegselefanten. Linus spielt berittene Bogenschützen, zwei Stück. Östliche Speerkämpfer, baktrische Hügelmänner, vier Stück. Dann drei östliche Steinschleuderer, die wir bisher sehen. Eine Linie aus vier Schuppen Leimpanzerobliten und zwei baktrischen königlichen Garden. Und noch eine dritte baktrische königliche Garde als General. Relativ wenig Kavallerie mit einmal baktrischer Adelsseite und einmal baktrischer königlicher Kavallerie. Ja, ich weiß nicht genau. Baktrien Epirus ist tatsächlich ein Matchup, das man halt nicht so häufig sieht. Epirus sieht man halt generell seltener im Multiplayer. Epirus ist meiner Meinung nach eine Fraktion, die sehr, sehr stark von Blade Balance profitiert, weil sie halt in der normalen Meta ein ganz, ganz starkes Problem haben. Während ich hier jetzt schon den ersten Schwerwurf kriege. Oh, 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 Sloppy Linus, der arme Mann. Dem hat der Schwer getan. Genau. In der normalen Meta hatte ja Epirus das Problem, dass sie halt mit den Einheiten, mit denen sie eigentlich die Linie bauen müssen, mit diesen Dreier Söldner-Caps gefangen waren, also drei Saniten oder so. Weshalb sie dann halt einfach überlaufen wurden, plus die Einheiten sind jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Warum hat Linus östliche Speerkämpfer mit drei Bronze-Erfahrungen dabei? Egal, vier sind tot. Dadurch wird das hier deutlich kosteneffizienter reinzuwerfen. Und dadurch, dass Piken stärker geworden sind, sind Piken jetzt tatsächlich eine Option für die Linie. Und wenn es auf die Flanken geht, ist ja Epirus genau wie Makedonien eigentlich mit der thessalischen Kavallerie die zweitbeste mittlere Schockkavallerie, meiner Meinung nach. Ich mag Perser deshalb lieber, weil sie schwer sind. Zumindest waren sie das immer. Das heißt, Perser haben mehr Impact. Ich glaube, Thessalen sind bisschen besser gegen im Kavallerie gegen Kavallerie, aber egal, sie sind beide sehr, sehr gute Einheiten. Und von dem her kann man dadurch auch mehr investieren, weil natürlich eine Pikenlinie tendenziell billiger ist als eine Linie mit Samniten. Und dadurch, dass sie halt frontal schwieriger zu knacken sind, und so kann man das Ganze machen. Außerdem ist es halt wirklich, Epirus hat die Elefanten. Die Elefanten sind generell ein bisschen besser geworden. Vor allen Dingen durch den, also sie sind quasi durch eine andere Sache besser geworden. Dadurch, dass halt viele Einheiten weniger und schwächere Precursor haben,
können halt Elefanten deutlich besser agieren. Und ich weiß nicht, warum ich hier auf die östlichen Speerkämpfer werfe. Die sollen die Precursor aufsaugen. Aber ich habe schon einen berittenen Bogenschützen im Grunde genommen rausgenommen. Hier sind wir noch 28 Mann. Null Kills. So muss das sein. Und ja, hier reite ich durch die Gegend, werfe wieder auf die östlichen Speerkämpfer. Das ist halt Autofeuer for the win. Sollte hier allerdings meine Thessalen rausziehen und versuchen, hier auf die baktrische königliche Kavallerie zu werfen. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich meine Elefanten committe. Aber ich sag mal, dadurch, dass ich den Plänkelkampf gerade tatsächlich gewinnen kann, oder den Plänkel-Kavallerie-Kampf, kann ich mir hier halt einen Vorteil erspielen. Und muss deshalb auch nicht wirklich engagen. Ich habe natürlich auch erstmal das defensivere Setup mit meinen Piken. Und von dem her ist das alles vollkommen in Ordnung, wie ich das mache. Wir sehen, ich versuche mich hier ein bisschen auseinanderzuziehen. Was ich damit möchte, ist einen Angriff provozieren, damit irgendwie diese Linie in der Bewegung kommt. Es ist natürlich so, die Elefanten kämpfen, wenn sie gegen die gegnerische Infanterie kämpfen, nur gegen Einheiten mit Bonus gegen Groß. Und das ist ein ganz, ganz cleveres Manöver, seine Tarantiner mit noch mehr Geschossen in die baktrischen Adelsreiter zu jagen. GG, good game. Und jetzt kommt hier ein sehr, 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 sehr optimistischer Charge von meinen Thessalen, die hier auch noch einen Gegencharge fressen. Ich wollte eigentlich auf die baktrischen Adelsreiter chargen. Der Beschuss wird hier jetzt ganz, 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 ganz schnell enden. Und das war ein unglaublich dummes Manöver. Don't try this at home. Vor allem, weil hier jetzt halt noch die ersten Speerträger ankommen. Wir sehen hier die Thessalen. Die weinen richtig. Die baktrischen Adelsreiter sagen sich dafür: Ha, danke, noch mehr Kills. Das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass sich hier ein bisschen eine baktrische königliche Kavallerie zerschießen lässt. Moment. So, sorry. Bin nur kurz in Offline-Mode gegangen. Weil mich das letztens so aufgeregt hat, während ich aufgenommen habe, dass ich auf einmal die ganze Zeit genervt habe. Und jetzt sehen wir hier den nächsten, ja, unnötigen Fehler von mir. Hier kriegen die Briten und Bogenschützen einen Charge auf meine Steinschleuderer. Werden hier ein paar töten. Aber da kommen halt leider meine Thessalen ran. Und Briten und Bogenschützen sind jetzt auch nicht so die Go-To-Einheit, um Einheiten zu töten. Vor allen Dingen nicht im Early Game. Ich sollte hier allerdings aufhören reinzuschießen, wenn ich damit meine Thessalen reincharge. Au, 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 au. Egal, die Briten und Bogenschützen sind halt sehr schnell tot. Und tatsächlich haben hier meine Thessalen und Tarantiner lange genug ausgehalten, dass ich meine Bürgerwehr hier reinbringen kann. Und jetzt wendet sich das Blatt, denn jetzt kann mein General hier ranchargen. Und Linus macht hier meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen taktischen Fehler, dass er sich halt von diesem Kampf zurückgezogen hat. Hier seine Einheiten opfert, er zieht hier jetzt raus, aber ja, also ich sag mal, das Ganze hätte halt deutlich besser für ihn ausgehen können. Er hätte das Ganze auch zumachen können. Ich ziehe jetzt meine komplette Kavallerie aus dem Zentrum, die ursprünglich im Zentrum stand, ran. In der Hoffnung, hier die baktrische königliche Kavallerie auszuschalten. Hier charge ich halt hier aus den Speerkämpfer weg. Bumm, tot. Die kann man halt auch einfach mal rechargen mit so einer königlichen Kavallerie. Ich gehe mal in den schnellen Vorlauf, weil Linus halt, ja, Linus taktiert hier viel rum, aber er drängt sich gerade selber ein bisschen in Richtung Redline hier. Und das ist halt keine gute Grundidee gegen Piken. Weil wenn ich jetzt richtig assig gewesen wäre, hätte ich mich entweder nach da massiv verschoben oder ich hätte mich hier aufgestellt und halt an einer Seite zugemacht. Dann wäre ich noch weniger angreifbar mit den Piken. Außerdem stehe ich jetzt hier mit der Flanke zu ihm. Und kann hier jetzt in die östlichen Steinschleuderer reinschießen. Ich werde hier die erste Salve auf jeden Fall for free kriegen. Linus reagiert immer noch nicht. Zieht hier jetzt seine baktrischen Hügelmänner rein, um den Beschuss ein bisschen aufzusaugen. Wir sehen, ich schieße mit meinen Kretas auch noch mit drauf. Die sollten aber eigentlich auf die baktrische königliche Garde schießen. Wir sehen halt die ersten östlichen Steinschleuderer fallen. Östliche Steinschleuderer sind viel bessere Fernkämpfer. Aber man muss sie natürlich auch auf den Gegner schießen lassen. Hier habe ich jetzt eine Einheit, die nichts mehr kann. Und die schicke ich hier auf einen Charge und wir sehen hier halt, Linus passt gerade nicht auf. Dadurch kriegt diese thessalische Kavallerie, die eigentlich überhaupt keinen Value hatte, nochmal Value. Macht hier gerade ordentlich Schaden on Charge. Und also die hat sich immer noch nicht gelohnt, meiner Meinung nach. Aber
sie hat sich ein bisschen mehr gelohnt. Wir sehen jetzt die östlichen Steinschleuderer, die ersten nehmen hier tatsächlich ein bisschen Schaden und das darf halt nicht passieren mit Baktrien, dass du gegen den hellenischen Fernkampf auf einmal so ein bisschen ins Hintertreffen gerätst. Ich meine, diese Verluste kommen größtenteils von den Briten Bogenschützen. Und ja, die östlichen Steinschleuderer stehen ja auch ein bisschen zusammen. Das ist natürlich sehr schön, wenn man da reinschießt. Wir sehen hier, ich versuche auch 2-2 zu machen, um möglichst beide Einheiten hier zu dezimieren. Und hier kann ich halt auf eine Einheit den Angriffsbefehl geben und beide Einheiten nehmen Schaden. Da gehen sehr viel weniger Steine daneben, als sie eigentlich tun. Und ja, ich treibe hier tatsächlich Ninus ein bisschen zurück. Und sobald er seinen Fernkampf verliert, kann ich meine Elefanten halt reinbringen. Und hier steht auch nicht wirklich viel, was das verhindern kann. Ninus versucht halt auf der anderen Flanke zu pushen. Aber ich lasse mich hier halt weiter zurückfallen, ziehe jetzt hier meine Piken ran. Möchte auch langsam engagen. Was ich halt möchte, ist, dass er irgendwann mal... irgendwann macht er halt einen Fehler und läuft dann meine Piken rein. Ist ein bisschen das Ding. Also, es kommt durch dieses, dadurch, dass Piken wieder drin sind, wieder eine ganz andere taktische Komponente rein. Dadurch, dass man auch wirklich häufiger Piken sieht. Und ja, jetzt gehen hier meine Elefanten rein. K, yay, yay, yay. Tot, tot, tot. Das sind halt einfach mal 200 Kills für meine Elefanten. For free. Die haben nicht mal wirklich Hitpoint-Schaden genommen. Hier hinten kann ich jetzt auf die baktrische königliche Kavallerie schießen. Selenus hat seine Kavallerie nicht gut eingesetzt und das ist halt mit Baktrien ein absolutes Muss. Die Kavallerie muss sitzen. Hier hinten charge ich jetzt in die Hügelmänner. Das geht vor allen Dingen hier darum, den Gegner aufzuhalten. Ich habe mir gedacht, so eine baktrische Hügelmänner kann ich tatsächlich ein bisschen töten und der hat hier keine Precursor. Sollte ihr jetzt auch ausziehen, genau. Mache ich auch. Ich wollte vor allen Dingen Zeit kaufen, dass ich meine Piken zurückziehen kann. Und hier hinten kämpfen jetzt die östlichen Schwerkämpfer gegen die ersten Pikeniere. Das wird nicht gut enden. Der gegnerische Fernkampf ist weiter ausgeschaltet. Und ja, ich muss mich jetzt hier hinlegen. Ninus' Armee ist komplett auseinandergezogen. Er hat es mit seinem eigenen Manöver geschlagen. Sein eigenes Manöver war halt, hier rumzulaufen, mich auf der einen Seite hinzuhalten. Und wir sehen, mit diesem die Armee auseinanderziehen kommt er überhaupt nicht klar. Meine Elefanten nehmen hier jetzt die nächste Einheit raus, haben schon 300 Kills, aber noch keinen Erfahrungswempel, finde ich genial. Haben halt auch bisher noch nicht wirklich kosteneffizient gekämpft, aber sie haben halt auch noch nicht wirklich Schaden genommen. Sind halt sehr müde, aber ich habe einen General mit einem Aufschwung dabei, darum ist das überhaupt kein Problem. Jetzt kommt hier allerdings Linus Push in der Linie. Das Problem ist, ich habe seinen Fernkampf ausgeschaltet, mein Fernkampf lebt noch. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall da sehr viel Schaden machen. Hier hinten sind die Hügelmänner noch in die Piken gelaufen. Und jetzt sehen wir hier halt das Ding, die Einheit hier engaged. Die Piken nur ein ganz kleines bisschen und ja, ich bewege mich jetzt hier rum, damit ich nicht in den Rücken angegriffen werde. Hier hinten meine Oblitenbürgerwehr kann ruhig sterben. Hier kämpft baktrische königliche Garde gegen Oblitenbürgerwehr. Ich weiß nicht genau, warum ich mit meinen Thessalen da einen Charge setze. Das ist sehr dumm. Also ich mache Schaden, ne? Aber er hat halt dann schon abwehren. Ich werde auch Thessalen verlieren. Ich weiß nicht genau, warum Linus jetzt hier den rasenden Angriff zündet, der wird ihn nämlich gleich Nahkampfabwehr kosten. Ja, und ich fange jetzt hier halt an, die Schuppenleinpanzer-Hopliten zu beschießen. Hier hinten sehen wir, die Piken haben eine Einheit Schuppenleinpanzer-Hopliten gefangen. Aber hier muss halt der Support vorkommen. Und wir sehen halt, ich versuche den Angriffsweg hier zuzumachen. Linus hat nicht schnell genug reagiert. Darum habe ich hier tatsächlich eine Chance. Hier laufen zwei baktrische königliche Garden rum. Das ist nicht gut. Weil, die braucht er jetzt im Zentrum. Und ich kann ihn halt hier halt beschießen. Wir sehen, hier steht sehr, sehr viel einfach rum. Und, ja, ich kann halt dafür nach und nach die Einheit mir hier zurechtlegen. Und diese Piken sind genial. Hier aber wirklich sneaky, sneaky, sneaky. Da geht eine Einheit praktischer Adelsreiter tatsächlich durch. Aber ich habe hier hinten halt noch, meine Bogenschützen, die können was der Kampf auch ziemlich wehtun. Hier haben die baktrische königliche Garde eine Thessalen gefangen. Wir sehen hier halt, die baktrische königliche Garde gerade hier wird halt auch nicht wirklich was reißen. Kriegt ihr jetzt Beschuss in den Rücken? Also da wird gleich eine Kreta-Salve reingehen. Dann tut das richtig weh und auch die Steinschleuderer töten hier tatsächlich ganz gut. Da fliegen sie weil ja, 2-3 Mann tot, das ist auf jeden Fall gut. Die baktrischen Adelsreiter hier sind drin, aber ich gebe sofort eine Salve nach hinten. Hier töten meine Söldnerkriegselefanten gerade Schuppenleinpanzer-Hopliten. Da sollte ich allerdings dann weiterziehen und nicht im Nahkampf stehen. Dann tut es nämlich weh.
Und hier stehen halt einfach wieder viel zu viele Einheiten rum. Da muss Linus ganz, ganz hart dran arbeiten. Es geht mir hier vor allen Dingen, also bei dieser Schlacht, warum ich die euch überhaupt zeige, es geht tatsächlich vor allen Dingen darum, dass man mal Piken gesehen hat in Action und Elefanten. Beides Features, die relativ wichtig sind. Und Elefanten verursachen natürlich Angst. Ich sollte mal dringend meinen General ranziehen. Ja, man merkt halt, Linus versucht hier die Piken zu schlagen, mit denen er nicht wirklich ganz klarkommt. Aber scheitert daran ein bisschen. Hier müssten wir jetzt gleich allerdings sehen, was mit Piken passiert, die von hinten angegriffen werden. Und das ist nämlich auch ein richtig schöner Charge von hinten. Da müsste eigentlich gleich die Moral ziemlich nach unten gehen. Ja gut, das sind natürlich Pikeniere, die nehmen das nicht ganz so sehr. Aber eigentlich müsste diese Einheit demnächst anfangen zu ranken. Also, wenn das halt. Der Deal ist halt quasi, der den Blade auch selbst gesagt hat, quasi. Ja, der General hier kämpft irgendwie frontal gegen Piken, aber auch nicht wirklich. Piken sind halt irgendwie immer noch buggy, aber wir sehen, er nimmt halt Schaden. Er ist da gecatcht. Und diese Pikeniere müssten halt eigentlich ranken. Man kann Piken tatsächlich im Nahkampf drehen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Ich auch sagen muss, da muss noch mal ein bisschen dran gearbeitet werden. Also insgesamt muss an diesem Piken, dieser Pikenüberarbeitung meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen gearbeitet werden. Ja, aber Linus hat hier halt keinen Angriffswinkel. Ich baue hier jetzt eine Mini-Box, drehe mich mit der anderen Einheit um. Aber die Piken agieren ja alle im freien Raum. Und jetzt kommen hier halt die Elefanten. Diese Piken sind jetzt gebrochen. Linus läuft hier auch hinterher. Das ist halt einfach. Also diese Schlacht ist auch nicht schön, aber. Es war mir halt wichtig, ein bisschen zu zeigen, wie sieht das überhaupt aus, wenn Piken kämpfen. Was können Piken nicht? Und außerdem, was können YOLO-Schwaggy-Fans, die inzwischen auch 2 Erfahrungswimpel haben und 500 Kills? Also langsam aber sicher machen die sich, wenn die jetzt die Schuppenleinenpanzer im Zweifelsfall brechen, weil die Angst vor den Elefanten kriegen. Genau, da sehen wir es. Jetzt sind sie in der roten Moral. Sollten demnächst brechen, der gegnerische General ist halt auch demnächst tot. Geht jetzt hier nochmal in die Phalanx, aber das wird nicht wirklich was machen. Und ja, so sammelt man Kills. Linus hat seine Armee selber auseinandergezogen. Das wird jetzt ganz, ganz böse enden. Sobald der General hier stirbt, durch diesen Charge hoffe ich mal. Das wäre nämlich sehr cool. So, General charged rein, gegnerischer General tot. Wird hier halt hinten halt auch alles brechen, sobald die Elefanten mit denen kämpfen. Und, sollten sie zumindest, das wäre halt schön. Ziehe ich meine Elefanten auch noch irgendwann wieder raus. Hier haben wir gerade übrigens sehr schön gesehen, wie schnell Piken tatsächlich ihre Piken droppen. Und wie das tatsächlich funktioniert, dass sie dann auch immer noch mit den Piken kämpfen. Weil jetzt bricht hier halt die Armeemoral, die indischen Söldner Kriegselefanten haben 556 Kills. Wir werden vielleicht noch ein paar machen, ehe die baktrische königliche Garde hier aufhört, weil sie in Piken rennt. Die hat aber auch keinen Bock mehr wirklich. Ja, also ich würde mal sagen, tatsächlich haben die Elefanten hier auf dem Papier zusammen mit meinem Fernkampf das Game gewonnen. Aber geschlagen haben Linus meine Piken, weil er mit denen nicht klargekommen ist und auch tatsächlich einfach psychologisch da Probleme mit hatte. Deshalb was versucht hat, womit er sich selber überfordert hat. Er hätte tatsächlich frontal, also nicht frontal, aber man hätte tatsächlich im Verbund engagen können, meiner Meinung nach, und damit auch einiges lösen können. Ja, wie gesagt, also diese Schlachten sind jetzt hier nicht wirklich fair und so ein bisschen leid für Linus tatsächlich, dass er hier jetzt so ein bisschen als Versuchskaninchen agieren musste. Aber ich wollte halt einfach ein paar Sachen ausprobieren. Ich spiele tatsächlich gerne ab und zu mal, auch in ROM 2 Vanilla, dieses Epirus YOLO-Build. Ein bisschen anders normalerweise, aber pff. Und es gefällt mir eigentlich, dass halt dieses Bild zum Beispiel ein bisschen mehr Wumms gekriegt hat, weil ich halt gut finde, dass mit dem Piken-Buff tatsächlich Fraktionen ein bisschen stärker werden und auch innerhalb der Fraktion Piken halt wieder zu einer Option werden, zu einer wirklichen Option. Also außer ich heiße Greek Irak, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Dann kann ich auch immer Piken spielen, YOLO. Aber ich sag mal, für den normalsterblichen nur um 2 Spieler ist es halt schwierig mit Piken zu spielen. Und Piken dann ein bisschen einfacher zu machen, ist meiner Meinung nach, oder ein bisschen
mehr zu einer wirklichen Option zu machen, ist meiner Meinung nach gut. Ja, und so haben wir halt Epirus gegen Bactrien mal gesehen, was man, glaube ich, sehr, sehr selten sieht im Multiplayer. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.